Moin Moin zusammen, hier ist der Drill und vorgestern haben wir ja eine neue Kiste ins Spiel bekommen, die Revolution Case, und ich dachte mir, ich gucke mir mal mit euch zusammen die Skins an. Ich wollte nämlich ganz gern wissen, wie die AK Headshot Ingame aussieht, weil bei diesen Flip-Flop-Effekten sieht man die wahrscheinlich nur aus diesem Winkel, obwohl die von hier eigentlich schöner ist. Und dann dachte ich, gucke ich mir einfach mit euch mal alle Skins an. Und fange damit also mit dem blauen an, und der erste Skin ist die Mac 7 Insomnia. So sieht die aus, ein paar Fische, die da in den Mund von der Frau reinschwimmen. Komischerweise flackert unten der Fisch in der Mitte so ein bisschen, wenn ich hier auf High Setting spiele. Ich gebe dem Skin eine solide 4 von 10. Weiter geht's mit der MP9 Featherweight. Sehr, sehr cleaner Skin, passiert nicht viel drauf. Kann man vielleicht ganz cool ein paar Sticker drauf machen, nichts Besonderes, für mich eine 3 von 10. Danach geht's weiter mit einer SCAR 20, die Fragments. Die hier so einen coolen 3D-Effekt hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl das ein blauer Skin ist und der nicht viel Farbe hat, finde ich die irgendwie ganz nice, oder? Für einen blauen Skin 7 von 10 Punkten von mir. Next up, P250 Rebuild. Finde ich auch sehr unspektakulär. Würde ganz gut zu der MP9 Featherweight passen. Liegt von mir aber auch nur 3 von 10 Punkten. Nichts Spektakuläres hier. Den wiederum finde ich eigentlich ganz geil. Das ist die MP5 Liquidation. Das hatte ich ja schon bei dem Kisten-Review-Video gesagt. Den finde ich eigentlich ganz geil. Und ich finde den komischerweise, wenn man den so in der Hand hält, mit diesem blauen Schimmer oben, sogar noch sehr viel geiler, als wenn man die inspected hier. Den finde ich richtig, richtig cool. Also für einen blauen Skin. Ich denke, dass wir doch ein Budget-Skin bleiben. Den kann man sehr cool, sehr, sehr, sehr gut spielen. Der sieht richtig cool aus, finde ich. Gehe in anderthalb Monaten unter die Rentner und muss dann wieder anfangen, Krieg und AOG zu spielen. Oder überhaupt erstmal damit anfangen. Und da hätten wir jetzt was zur Auswahl. Das ist die Krieg Cyberforce. Denn für die Krieg haben wir nicht sonderlich viele geile Skins. Ich glaube, der coolste ist somit die Cyrex noch von früher. Wo der Skin hier optisch auch so ein bisschen in die Richtung geht, zumindest farblich. Ich finde es nicht so schlecht. Gerade das Rating für die MP5 würde ich sogar für einen blauen Skin eine 8 geben. Dann gebe ich dem Ding hier eine 6. 6 von 10 Punkten. Und dann haben wir noch den letzten blauen Skin aus der Revolution Case. Das ist die Tech 9 Rebel oder Tech 9 Rebel. Geht für mich so ein bisschen auch Richtung Wasteland Rebel und diese ganzen sehr, sehr urban alte Graffiti Skins. Ist absolut nicht meins, würde ich nicht spielen. 2 von 10 Punkten von mir. Weiter geht's mit den lilanen Skins. Und zwar der M4A1S Emphorosaur S. Jurassic Park-like Skin. Ist was ganz, ganz anderes. Ich finde, so einen Skin hatten wir noch überhaupt gar nicht im Spiel. Ist derzeit auch noch bei 80 Euro in StatTrak Fake New Condition. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll. Ich würde den, glaube ich, nicht selbst spielen. Wenn ich den in-game sehen würde, würde ich aber sagen, ja, cool. Ist mal was anderes, sieht man wahrscheinlich nicht ganz so häufig. Und dafür, dass der bei den Lilanen unterwegs ist, ist das, glaube ich, ein Skin, der auch recht teuer werden dürfte. Oder seinen Preis behalten dürfte. Ich glaube nicht, dass der langfristig unter einen Euro fällt, auch in Field Tested und so nicht. Deswegen finde ich voll in Ordnung. Cooler Skin. Gebe ich dafür, dass das ein Lilaner ist, meiner Meinung nach könnte der auch in den Pinken sein, gebe ich dem 6 von 10 Punkten. Ist was ganz anderes, kann man machen. Der nächste lilane Skin ist die Glock. Umbrel Rabbit ist ja das Jahr des Hasens in China. Und den finde ich eigentlich ganz witzig. Den hatte ich ja schon aus meiner eigenen Kiste rausgezogen. Für den lilanen finde ich den auch in Ordnung. Wenn man den in der Hand hält, ist der leider nicht mehr ganz so spektakulär wie beim Inspekten, weil man den Hasen, finde ich, aus dem Winkel relativ schlecht erkennen kann. Also so gehalten sieht er dann doch wieder ein bisschen langweiliger aus, als wenn man den inspektet, was sehr schade ist, aber das haben wir ja bei vielen Waffen. Deswegen muss ich dem Skin hier leider nur 5 von 10 Punkten von mir geben. Weiter geht's mit dem ersten Weep-Skin, der MAC-10 Sakaku. Fun Fact, den Skin gibt es maximal in Field-Tested Condition, also nur in Battlescarred, Wellborn und Field-Tested. So sieht der jetzt in Field-Tested aus. Wir hatten ja hier beim Inspecten schon gesehen, dass der Augeneffekt hier sehr, sehr crazy ist. Und ich finde, dass der eigentlich echt ganz cool ist. Also ich habe zwar nicht viel mit Animes zu tun und so, aber ich finde, irgendwie hat der was. Ich finde den cool. Ich finde den wirklich cool. Ich finde den nicht schlecht. 7 von 10 Punkten von mir. Oder wird sich selber den nächsten Skin freuen? Das ist ein R8 Revolver. Banana Cannon. Sehr geile Idee, finde ich.
und sehr gut getroffen. Man erkennt sofort, dass das eine Bananentextur sein soll, mit den Stickern auch sehr gut gemacht. Der ist einfach funny. Das ist zwar jetzt nichts grafisch Besonderes, was hier gemacht wurde, aber ich finde, das ist ein witziger Skin und deswegen werde ich den auch unter dem Aspekt bewerten. Der kriegt auch 7 von 10 von mir. Der ist witzig, den finde ich cool, den würde ich mir sogar kaufen. Vom letzten lilanen Skin bin ich da ein bisschen enttäuscht. Das ist die P90 Neo Queen. Könnte meiner Meinung nach auch ein blauer sein. Ich, wie gesagt, geht für mich auch so ein bisschen Richtung Rebel oder Wasteland Rebel. Dieser Artstil, ich weiß es nicht. Ich finde es nicht ganz so cool. Total Trash ist es nicht, ist aber einfach nicht meins. Ich denke, viele von euch finden den wahrscheinlich cooler als ich. 4 Punkte würde ich der geben. Ist nichts, was ich spielen würde, obwohl ich ihn nicht hässlich finde. 4 von 10 Punkten, aber nur für mich. Dann kommen wir jetzt zum ersten pinken Skin und ein Skin, der schon für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Und zwar ist das die AWP Doodlelore, die wir in der Form in den nächsten Wochen nicht mehr im Spiel haben werden, weil wir hier geklaute Artworks drauf haben. Und zwar wurde herausgefunden, dass der Drache, der hier drauf gezeichnet ist, ganz, ganz dreist abgekupfert wurde von einem anderen Artist, was wir ja damals schon bei der M4A4 Hole hatten, die dann Contraband geworden ist. Es ist danach aber auch noch einige Male passiert. Der Preis dieser Waffe ist im Steam-Markt, ich habe es gerade bei StatFN gesehen, ganz schön nach oben gegangen, weil ein paar Leute jetzt hoffen, dass auch die hier Contraband werden würde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht wieder passieren wird. Bei den letzten Skins ist das auch nicht passiert, weil ja, Leute dann vielleicht die Incentive hätten, sowas öfters zu versuchen, um Skins Contraband zu bekommen. Deswegen macht Valve das eigentlich nicht mehr. Aber die, wie ihr sie jetzt hier in dem Video seht, werden wir wahrscheinlich nicht mehr lange so haben. Ansonsten ist natürlich jetzt schwer zu bewerten, wenn man weiß, dass das Artwork drauf geklaut ist. Ansonsten fände ich das Ding hier für einen lilanen Skin sehr, sehr geil. Und ich finde das eigentlich auch eine coole Idee, dass man Leuten hier quasi eine Budget-Version von der AWP Dragonlore anbietet, die man in einer Kiste bekommen kann. Und tatsächlich ziemlich cool ist. Also ich würde die sehr feiern. Ich hätte sogar fast überlegt, die mir für meinen Loadout zu besorgen. Mal gucken, wie viel anders die dann aussieht, wenn wir die dann als Rework dann in diese Kiste bekommen. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, aber dafür, dass das hier ein pinker Skin ist und ich der Meinung bin, dass er auch locker rot hätte sein können, muss ich sagen, wenn das nicht geklaut wäre, wäre das für einen pinken Skin für mich eine 9, wenn nicht sogar eine 10 von 10. Richtig, richtig cooler Skin. Leider das Artwork geklaut, deswegen wird der wohl noch abgeändert werden. Sehr schade. Weiter geht's dann mit der UMP Wild Child. Auch da könnt ihr euch vielleicht schon wieder denken, geht für mich in Richtung Rebell und Neo Queen, was wir gerade schon hatten, gefällt mir nicht. Für einen pinken Skin auch sehr, sehr schwach, der wird nicht sonderlich teuer sein, könnte auch ein blauer oder ein lilaner sein. Ja, ist absolut nicht mein Fall, gebe ich 2 von 10 Punkten. Letzter pinker Skin in der Revolution Case ist die Wicked Sick P2000. Muss ich sagen, für einen pinken Skin im Vergleich dazu gerade die AWP Doodlelore sehr, sehr schwach. Nicht ein blauer Skin für mich optisch, vielleicht ein lilaner, aber ein pinker auf gar keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass das Ding langfristig teuer sein wird. Finde ich ein bisschen unspektakulär. Gebe ich deswegen auch nur 4 von 10 Punkten. Womit wir dann bei den letzten beiden Skins angekommen wären, die beiden roten. Und auch der erste hier, die M4A4 Temukau, hat direkt für Furore gesorgt, weil auch hier haben wir höchstwahrscheinlich ein geklautes Artwork. Der Skinmaker, der diesen Skin hier eingereicht und diese Waffe ins Game bekommen hat, hat eine Collection im Workshop, die Rush Collection, wo offensichtlich sehr, sehr viele der Anime-Charaktere auf diesen Waffen auch teils geklaut sind. Er klaut zwar nicht 1 zu 1 komplett blatant, sondern er nimmt das Gesicht mehr oder weniger 1 zu 1 und packt andere Haare drauf und andere Gesten, wie hier zum Beispiel die Hand, die nach vorne gestreckt wird. Aber es ist schon sehr, sehr offensichtlich. Da könnt ihr euch das Video von Jesus, glaube ich, war es, angucken, was ich mir gestern angeguckt habe. Packe ich euch in die Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Da ist schon ganz, ganz klar offensichtlich, dass hier Teile dieses Artworks auch geklaut sind. Deswegen die Chancen, denke ich, relativ groß sind, dass auch dieser Skin vielleicht ein Rework bekommt und der Nutzer gebannt wird. Bei dem hier ist es nicht ganz so offensichtlich wie bei den anderen Skins, die wiederum nicht im Game sind, aber auch bei dem hier kann man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass auch hier das Artwork geklaut ist. Und das ist vorab schon Leuten aufgefallen, weil alle der Meinung waren, das passt vom Skill her nicht zu dem Rest des Skins, wie gut dieser Anime-Charakter da drauf geworden ist. Ja,
2 von 17 Skins mit geklauten Artworks. Ansonsten finde ich den optisch auch nicht so mega nice. Er ist relativ bunt, aber zeitgleich auch sehr schlicht. Hätte ich ganz ehrlich gesagt eher die AWP Doodle Lore in diesem Spot gesehen, statt dieser hier für einen pinken Skin, hätte ich den okay gefunden. Wie gesagt, auch wahrscheinlich geklautes Artwork. Werde ich nicht spielen, ist nicht mein Fall. 5, maximal 6 von 10 Punkten von mir. Und damit sind wir beim letzten Skin angekommen, wegen dem ich dieses ganze Video ja machen wollte. Und zwar bei der AK-47 Headshot. So sieht die Ingame aus. Wenn man die inspectet, kommen erst so richtig diese orange, pinken, lilanen Farben raus. Wenn man den in der Hand hält, haben wir eher so ein lila-bläuliches Feeling. Ich finde den aber eigentlich ganz geil. Das ist ein anderer Graffiti-Stil im Vergleich zu Neo Queen oder Rebel. Das ist ein bisschen mehr Urban hier, finde ich. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich glaube auch, dass sie teuer sein wird. Ist ein cooler Skin. Ist mal was ganz anderes, finde ich. Mit dem Effekt hier auch ziemlich cool gemacht. Ich glaube, neben der Doodle Lore mit geklaubtem Artwork ist das hier für mich der coolste Skin. Würde ich trotzdem, glaube ich, nicht gegen meine Empress oder Fire Serpent eintauschen. Aber relativ dicht dahinter würde ich den hier ansiedeln. Ja, 8 von 10 gebe ich der. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr von den Skins haltet und ob ich, wenn zukünftig neue Kisten kommen, auch mal hier so ein Skin-Review-Video machen soll. Ich weiß, dass Anomaly und so, die machen das ja immer, aber ich wusste jetzt nicht oder wüsste jedenfalls nicht, dass das im deutschsprachigen Raum jemand macht. Und ja, so kann man die sich gemeinsam angucken. Ihr kriegt vielleicht so ein bisschen mit, was ich von den Skins halte. Ja, lasst mich das gerne mal wissen. Ist nicht viel Aufwand, schnell gemacht, macht Bock. Kann ich hier auf den Zweitkanal hochladen. Danke fürs Zusehen. Ja, da.